Hallihallo allerseits. Ja, ihr Lieben, die Welt steht Kopf. Wie ihr seht, in Amerika hat sich der Vizepräsident Mike Pence gegen Donald Trump entschieden. Er wird nicht das tun, was Trump möchte und gefordert hatte, nämlich sich dazu entscheiden, dass es noch weitere Untersuchungen gibt zum Ablauf der Wahlen. Und ja, das hat natürlich jetzt dafür gesorgt, dass die Menschen, die Trump-Fans, wütend sind und randalieren. Da sind weite Teile um das Kapitol herum abgeriegelt worden. Ich lese gerade, hier kommen ja eins ums andere die vielen Meldungen rein. Pence wurde jetzt vom Secret Service durch unterirdische Tunnel aus dem Kapitol evakuiert. Und die Dinge eilen dahin. Pro-Trump-Demonstranten, sorry, dass ich hier noch ein bisschen abgehackt bin, sind jetzt auch gerade dabei, das Kapitol sogar zu stürzen. Das ist immerhin das US-Parlament. Ja, und ich nehme mich da jetzt mal raus aus diesen aktuellen Ereignissen, die wir hier immer beobachten, um euch auch auf dem Laufenden zu halten. Denn auf eins werden wir heute garantiert nicht verzichten, auf unser gemeinsames Gebet. Und heute Morgen im Podcast haben wir schon gesprochen über das Alte Testament, Jesaja 8, rüstet euch und erschrecket. Rüstet euch und erschrecket, denn hier ist Immanuel, das heißt Gott mit uns. Versteht ihr, was das heißt? Dieses Rüsten und Erschrecken heißt, da passiert so viel und man fällt immer wieder halb in Ohnmacht und denkt, also schlimmer kann es nicht werden. Und dann hat man sich wieder gerüstet, man war draußen, hat geatmet, hat den Herd seiner Gedanken freigeräumt und ihn wieder reingemacht. Man hat gebetet und dann kommt schon der nächste Hammer. Ich habe ja vorhin auch eingestellt, auch in Europa geht ja einiges ab, was die strikteren Lockdowns angeht. Also alles keine besonders erfreulichen Meldungen. Aber wenn es heißt, denn hier ist Immanuel, das heißt Gott mit uns, bedeutet das, es muss jetzt genau passieren. Wir sind in dieser Zeit des längst gekündeten jüngsten Gerichtes. Und wenn wir sehen, dass es passiert, dann ist da Immanuel, der da heißt Gott mit uns, der Gottes Wille ist und der fordert von uns, dass wir dranbleiben, dass wir in der Zuversicht und im Vertrauen bleiben, völlig gleichgültig, was gerade in Amerika oder in Europa oder auf dem Mond passiert. Wir haben die Aufgabe, auf unserem Weg zu bleiben, mit vertrauensvollem Blick nach oben. Wir werden nicht enttäuscht werden, außer wir fangen an zu wanken. Das dürfen wir jetzt nicht. Jetzt mehr denn je müssen wir standhalten mit der Waffenrüstung Gottes. Über die haben wir neulich gesprochen. Das sind keine Pistolen und keine Macheten. Die Waffenrüstung Gottes ist die Stärkung unseres Geistes. Eine stabile Seele, die übrigens auch stabil gehalten wird, wie wir durch Christopher Vasey wissen, durch eine gesunde Blutausstrahlung. Und weil die Blutausstrahlung die Brücke ist zwischen unserem irdischen Körper und dem Geist. Und diese Blutausstrahlung sollen wir gesund erhalten. Auch durch gesunde Ernährung. Nicht zu viel Fleisch. Gesunde Bewegung draußen, frische Luft, gesunde Gedanken, den Herd der Gedanken reinhalten, damit wir eben nicht Dunkles absondern, was ja alles Formen bildet, was wir denken und tun und sagen und empfinden, sondern goldenes Licht selber verbreiten. Herr, es ist stürmisch, es ist finster, das Tal, jawohl, das ist tief, durch das wir geschickt werden, aber wir sind im Vertrauen mit dem Blick nach oben. Und ich meine jetzt mal ganz ehrlich,
wir haben es ja doch noch ganz komfortabel. Ich weiß, die Lockdowns, die Maßnahmen, jetzt nur noch eine Person aus einem fremden Haushalt, einfach unmenschlich. Also auch was Kinder angeht und Jugendliche und Liebende und ja. Und dennoch, ja, es hungern auch schon einige, immer mehr. Und viele haben auch Zukunftssorgen. Bitte bleibt trotzdem im Vertrauen, denn je stärker wir stehen, umso weniger passiert uns. Das ist die Waffenrüstung. Ihr seid in der Waffenrüstung nicht verletzbar. Und je stärker ihr die aufbaut, desto unverletzbarer werdet ihr. Und unser gemeinsames Abendgebet, das wir jeden Abend um 21.30 Uhr nach mitteleuropäischer Zeit gemeinsam abhalten, ist so wichtig. Es ist so wichtig, dass wir das tun und wirklich Licht und Liebe in diese Welt geben, um damit das Dunkle, die dunklen Formen, die Angstformen zu bekämpfen. Ja, und viele, die neu hinzugekommen sind, die sagen, wie bete ich denn überhaupt richtig? Und wie soll ich das machen? Ich habe noch nie gebetet. Manche schreiben jetzt, ich habe durch euch, durch die große Gemeinschaft, durch jeden Abend Zusammenkunft habe ich gelernt zu beten. Manche schreiben, ich habe nicht mehr an Gott geglaubt. Aber jetzt spüre ich plötzlich, wie wichtig das ist. Und es stärkt mich. Und ich bin so glücklich und dankbar, dass ich an Gott glauben darf. Ist das nicht schön? Ja, und ich möchte euch gerade eine E-Mail vorlesen, die das Seelenarbeitsteam des wunderbaren Christopher Vazels, des Schweizer Naturheilpraktikers, geschickt hat an eine Frau, die relativ verzweifelt geschrieben hat, die viele Lebensumstände um sich herum hat, die sie nicht sehr erfreuen und die sie auch vor allem immer wieder verunsichern und die auch gerne ins Gebet kommen möchte und ihre Ruhe finden will. Aber wie, fragt sie. Also die Anfrage ist viel umfangreicher. Ich lese sie gar nicht vor, denn ich möchte da gar nicht reingehen, sondern ich möchte euch die Antwort vorlesen. Da heißt es: Wir können Ihre Verzweiflung verstehen, denn wenn man um sich schaut, so kann man sich fragen, wie es so weit kommen konnte und wann oder gar ob es einen Ausweg aus der gegenwärtigen Situation geben wird. Wir sind davon überzeugt, dass dies geschehen wird. Wir denken jedoch auch, dass wir nicht untätig zusehen, sondern jeder für sich, einige im Großen, die meisten jedoch im Kleinen, dass unsere dazu beitragen können, damit es besser wird. Fragen wir uns, was wir tun können, so ist es natürlich auch nötig zu wissen, welches die Ursache all des Falschen ist. Die Antwort darauf haben wir in den drei Bänden des geistigen Werkes im Lichte der Wahrheit, die Gralsbotschaft, gefunden. Darin wird ganz klar aufgezeigt, woher alles Übel und das daraus entstehende Leid kommt. Nämlich, indem wir Erdenmenschen uns nicht von dem einzig Lebendigen in uns, unserem Geiste, leiten lassen, sondern dass im Allgemeinen der Verstand alles beherrscht. Der Verstand, der zum Irdischen gehört und für die irdische Beurteilung von an uns herantretende Fragen unentbehrlich ist, ist aber nur ein Werkzeug für den über dem Irdischen stehenden Geist, wozu man auch Seele sagen kann. Der Geist, welcher mit seiner Weitsicht und dem Erkennen der wirklichen Werte wie Gerechtigkeit, Liebe, eine Situation beurteilt, indem er sich auf diese Werte stützt. Also alles liebevoll und gerecht, zum Wohle und zum Segen, nicht nur seiner selbst, sondern der Allgemeinheit beurteilt. Dies ist zurzeit noch nicht der Fall. Wie wir sehen können, beherrscht der Verstand mit seinem eng begrenzten Urteilsvermögen das Leben. Moment, jetzt habe ich mich vertan hier wieder. Sorry. So,
Ja, jetzt habe ich es wieder, Entschuldigung. Wie wir sehen können, beherrscht der Verstand mit seinem eng begrenzten Urteilsvermögen das Leben. Sein Ziel ist nicht das Wohlergehen der Allgemeinheit, sondern der kurzfristige Nutzen, Gewinn, persönliches Ansehen und Macht. Alles Dinge, unter denen wir zurzeit leiden. Ich gehe mal gerade da rein. Ich lese gleich weiter. Das ist ein schönes Beispiel für das, was derzeit in den USA abgeht. US-Präsident Trump, man mag denken über ihn, was man möchte. Gut berichtet wurde über ihn nicht. Aber wir haben viele Dinge nicht übersehen, die er getan und auch gesagt hat. Und er hat immer gesagt, ohne Gott, ohne die Begleitung des Schöpfers, werden wir diese Zeit nicht durchstehen. Er hat gesagt, betet für unser Land. Das ist es, wo wir wieder hinwollen. Auch in die nationale, die eigenständige Entscheidung. Wir wollen uns keiner übergeordneten Weltregierung, einem Great Reset, unterwerfen. Er sagte, ich will, dass die Unternehmer wieder ihr Geld verdienen können, dass sie wieder öffnen können, ihre Geschäfte. Während das, was jetzt läuft, die andere Seite ist. Kurzfristiger Nutzen, Gewinn, ja, Ansehen. Darauf legen diese Leute, ja doch, darauf legen sie auch Wert, weil das natürlich wieder mit viel Macht verbunden ist. Aber diese sind genau diejenigen, die am Ende dieses jüngsten Gerichtes sich zu verbergen suchen werden. Vor dem zornigen Auge des Schöpfers. Aber er wird sie finden. Ja, und das sind so die Bilder, die man auch bei sich behalten sollte bei all dem. Aber ich lese weiter vor, was Christopher Vasey schreibt. Dazu kommt, dass wir die Schöpfungsgesetze nicht oder nur ungenügend kennen. Wären diese in uns verankert, so wäre sich jeder klar darüber, dass er auch ernten wird, was er sät. Dass, will er glücklich sein, er auch Glück um sich verbreiten muss. Wünscht er sich Gerechtigkeit, so muss er auch gerecht handeln. Das einzig Lebendige in uns, unser Geist, verfügt über einen freien Willen. So liegt es an uns selbst, was wir empfinden und denken wollen. Erfüllt uns Wut oder Auflehnung, so sind das keine aufbauenden und friedlichen Empfindungen. Sie verbinden uns mit gleichgearteten Formen im Unsichtbaren, welche wir nähren und die uns auch gleichzeitig rückwirkend wiederum nähren. Das verstärkt unser Empfinden und lässt uns noch tiefer in unsere Ängste und Sorgen gleiten. Wenn uns nun Wut und Hoffnungslosigkeit zu ergreifen suchen, so können wir mit unserem freien Willen entscheiden, dass wir das nicht wollen. Und wir können uns dem Lichten zuwenden. Wir können mit Zuversicht und Vertrauen den Blick nach oben wenden. Wenn wir das tun, geschieht genau dasselbe wie mit der Angst, der Wut und der Hoffnungslosigkeit. Nur, dass es jetzt lichte, hebende und vertrauensvolle Formen sind, mit denen wir uns verbinden. Das anfängliche Zagen kann so zu einer mutigen Zuversicht werden. Die wohltuenden, lichten Formen werden durch jeden guten und hoffnungsvollen Gedanken weiter gestärkt und stärken uns wiederum in der Rückwirkung auch selbst. Ohne es zu ahnen, tragen wir so dazu bei, dass sich mancher zagende Mensch, welcher sich nur ein klein wenig der Hoffnung öffnet, durch uns gestärkt werden kann und sich den Anforderungen des Lebens wiederzustellen vermag. Das verstehe ich übrigens auch als einen Akt der Nächstenliebe. Dass wir erkennen, wenn wir gute Gedanken in die Welt senden, dass wir, wie hier gerade Vasey es wunderbar beschrieben hat, Menschen, die, ach ja, mal so einen kurzen Hoffnungsschimmer erhaschen und den durch sich durchlassen, dass die plötzlich durch unsere aufbauenden Gedankenformen und Empfindungen hochgezogen werden, gestärkt werden und wir sozusagen daran teilhaben dürfen, dass es diesem Menschen wieder besser geht. Möge er dann die Regeln, die Naturgesetze bloß kennen, dass er weiß von dieser Ebene aus, wo er sich schon in mehr Zuversicht und Hoffnung befindet und Vertrauen,
dass er selber von dort aus sehr gut weiterarbeiten kann. Er muss nur dranbleiben, das ist das Gebot der Stunde. Aber hier geht's weiter im Text. Sie sehen, schreibt Christopher Vasey, wir sind nicht tat- und hilflos den Ereignissen ausgeliefert. Jeder von uns kann das Seine dazu beitragen, dass es besser wird. Sich um geistiges Wissen zu bemühen, die erworbenen Kenntnisse umsetzen, stets respekt- und liebevoll mit seiner Umwelt umgehen. Das könnte man als unscheinbare Bemühungen bezeichnen, welche im Falschen untergehen. Sie sind es jedoch nicht. Sie sind stark, da sie voll von der Kraft des Schöpfers durchdrungen sind. Dass das Gute siegen wird, daran besteht nicht der geringste Zweifel. Die einzige wirkliche Kraft, welche die Schöpfung belebt und hält, stammt vom Schöpfer. Sie durchdringt und stärkt alles Gute, lässt es gedeihen und sich ausbreiten. Das Falsche hingegen steht im Gegensatz zu der göttlichen Kraft. Es wird durch diese nicht gestärkt, sondern zur Selbstzerstörung gedrängt. Das Falsche wird so immer mehr an Einfluss und Kraft verlieren, je mehr Menschen sich dem Guten zuwenden. Die Frage nach dem Gebet und den damit verbundenen besonderen Gnaden und Hilfen, aber auch der angemessenen Annäherung, ist sicher eine der wichtigsten im menschlichen Sein. Aus diesem Grund möchten wir Ihnen einige Zeilen aus dem im Kanal oft erwähnten dreibändigen Werk Im Lichte der Wahrheit weiterleiten. Da die einzelnen Vorträge in diesem Werk aufeinander aufbauen und deswegen beim ersten Studium die vom Autor festgelegte Reihenfolge empfohlen wird, möchten wir Ihnen hier auch nur einige Ausschnitte zitieren, die zur Beantwortung der wichtigen Fragen helfen können. Also, Zitat: Wenn überhaupt von dem Gebet gesprochen werden soll, so ist es selbstverständlich, dass die Worte nur denen gelten, die sich mit dem Gebet befassen. Wer nicht den Drang zu einem Gebet in sich fühlt, kann ruhig davon Abstand nehmen, weil seine Worte oder die Gedanken doch in nichts zerfließen müssen. Wenn ein Gebet nicht gründlich durchempfunden ist, so hat es keinen Wert. Und deshalb auch keinen Erfolg. Der Augenblick eines aufwallenden Dankgefühles in großer Freude, wie auch die Empfindung tiefsten Schmerzes im Leide, gibt die beste Grundlage zu einem Gebet, das Erfolg erwarten kann. In solchen Augenblicken ist der Mensch durchdrungen von einer bestimmten Empfindung, die alles andere in ihm übertönt. Dadurch ist es möglich, dass der Hauptwunsch des Gebetes, sei es nun ein Dank oder eine Bitte, ungetrübte Kraft erhält. Weiter wird zitiert: Vielseitigkeit eines Gebetes wird dieses immer abschwächen. Ein Kind kommt auch nicht mit 7 Bitten gleichzeitig zum Vater, sondern immer nur mit dem, was sein Herz gerade am ärgsten bedrückt, sei es nun ein Leid oder ein Wunsch. So soll auch ein Mensch in Not sich bittend an seinen Gott wenden, mit dem, was ihn bedrückt. Und in den meisten Fällen wird es doch immer nur eine besondere Angelegenheit sein, nicht vieles zusammen. Um etwas, was ihn nicht gerade bedrückt, soll er auch nicht bitten. Da eine solche Bitte in seinem Innern nicht lebendig genug mitempfunden werden kann, wird sie zu leerer Form und schwächt naturgemäß eine vielleicht wirklich nötige andere Bitte. Deshalb soll immer nur um das gebeten werden, was wirklich nötig ist. Nur keine leeren Formen, die zersplittern müssen und mit der Zeit die Heuchelei großziehen. Das Gebet, so heißt es weiter in der Gralsbotschaft, erfordert tiefsten Ernst. Man bete in Ruhe und in Reinheit, damit durch Ruhe die Empfindungskraft erhöht wird und sie durch Reinheit jene lichte Leichtigkeit erhält, die das Gebet emporzutragen fähig ist, bis zu den Höhen alles Lichtes, alles Reinen.
Dann wird auch diejenige Erfüllung kommen, die dem Bittenden am meisten nützt, ihn wirklich vorwärts bringt in seinem ganzen Sein. Und weiter heißt es, Moment, die Kraft des Gebetes vermag dieses nicht emporzuschleudern oder emporzudrängen, sondern nur die Reinheit in ihrer entsprechenden Leichtigkeit. Reinheit aber im Gebet kann jeder Mensch erreichen, wenn auch nicht in allen seinen Gebeten, sobald der Drang zum Bitten in ihm lebendig wird. Es ist dazu nicht notwendig, dass er schon mit seinem ganzen Leben im Reinen steht. Es vermag ihn nicht zu verhindern, wenigstens zeitweise hier und da einmal im Gebet sich in Reinheit seiner Empfindung sekundenlang zu erheben. Das habt ihr bestimmt auch schon mal erlebt. Dieses Gefühl, diese Empfindung, dass man durchglüht wird, dass man es spürt, dass eine Lebendigkeit in einen hineinkommt, die belebt, dann ist genau dieser Zustand erreicht, die Reinheit in der Empfindung. Und die kann uns erheben, gerade in der Verbindung mit dem Licht, mit Gott. Zur Kraft des Gebetes, so heißt es weiter in der Gralsbotschaft, zur Kraft des Gebetes aber verhilft nicht nur die abgeschlossene Ruhe und die dadurch ermöglichte vertiefte Konzentration, sondern auch jede starke Gemütsaufwallung, wie die Angst, die Sorge oder die Freude. Es ist nun nicht gesagt, dass die Erfüllung eines Gebetes immer irdisch gedachten Vorstellungen und Wünschen unbedingt entspricht und mit diesen im Einklange steht. Die Erfüllung greift wohlmeinend weit darüber hinaus und führt das Ganze zum Besten, nicht den irdischen Augenblick. Oft muss daher eine scheinbare Nichterfüllung später als einzig richtige und beste Erfüllung anerkannt werden. Und der Mensch ist glücklich, dass es nicht nach seinen Augenblickswünschen ging. Versteht ihr? Und jetzt, das ist das Ende des Briefes von Christopher Vasey, nehmen wir jetzt mal die USA, wo wir die tiefsten Gebete und Wünsche hinschicken. Aber wir sollen ja nicht bitten, so und so soll's kommen. Der Trump muss jetzt siegen und alles andere ist falsch. Dein Wille geschehe, Herr, nicht meiner. Und jetzt können wir überhaupt nicht beurteilen, welcher Ausgang besser ist. Wir können gar nicht sehen, weil wir können es nicht von oben betrachten. Wir haben den Überblick nicht. Und deswegen ist jedes Ergebnis, das jetzt kommt, und wenn es Unruhen sind, wenn es Revolution ist, ist diese Entwicklung diejenige, die uns dem Ziel entgegenbringt, dass das Dunkle gereinigt wird. Wir haben viel Unruhe vor uns. Das steht ja auch bei Herrn Schwab im Great Reset, dass das alles passieren wird. Zusammenbruch der Wirtschaft, Zusammenbruch des Finanzsystems, Zusammenbruch des Gesellschaftssystems. Und eins kann ich euch sagen, da kommt nur der durch, der in der Zuversicht und im Gottvertrauen bleibt. Denn hier ist Immanuel, das heißt Gott mit uns, bleibt im Vertrauen jetzt. Ja, und wir können gar nicht ernst genug darüber nachdenken, wie vorsichtig wir auch an ein Gebet herangehen sollen. Also nicht dieses unbekümmerte Dahinplappern, wie das viele Pastoren oder Pfarrer so machen, ohne die Empfindung durchlaufen zu lassen, ohne innerlich zu spüren, damit zu gehen in Ehrfurcht, in Demut vor dem Schöpfer. Die ist vonnöten. Und die brauchen wir heute mehr denn je, diese Ehrfurcht und Demut. Und ja, ich kann euch sagen, was ich heute tun werde. Ich werde Gott bitten, Amerika Gnade und Segen zu schenken. Und zwar nach seinem Willen.
Danke.